Also, ich habe meinem Bike die Funktion gegeben, weiterzulaufen, wenn der Weg nicht gesperrt ist. Also läuft mein Bike jetzt weiter. Er schaut immer zuvor, ob der Weg gesperrt ist. Aber wie ihr jetzt sehen könnt, ist der Weg nicht gesperrt, also läuft er weiter, bis der Weg gesperrt ist. Er macht das gleiche nochmal und sieht, der Weg ist immer noch nicht gesperrt. Also läuft er weiter, bis der Weg hier drüben gesperrt ist. Der Weg ist noch nicht gesperrt, also läuft er weiter. Er läuft weiter, bis der Weg eben hier gesperrt ist, also er kann einfach nicht weiterlaufen hier. Also wird eine andere Funktion verwendet, die if is blocked, und die ermöglicht, dass er nach links dreht. Und jetzt ist der Weg wieder nicht gesperrt. Also kann der Byte weiterlaufen. Dies macht er, also er dreht nur nach links, wenn der Weg eben gesperrt ist. Jetzt ist der Weg eben nicht gesperrt, also kann er weiterlaufen. Der Weg ist nicht gesperrt, also macht er diese Funktion nochmal. Und der Weg ist nochmal nicht gesperrt. Der Weg ist jetzt gesperrt. Also wird er hier nicht weiterlaufen können. Also dreht er sich um. Wenn er sich umgedreht hat, kann er wieder weiterlaufen. Er läuft weiter, weil der Weg hier nicht geblockt ist, und läuft hier wieder weiter. Dies wird einfach die ganze Zeit gebraucht, um weiterzulaufen. Jetzt ist der Weg geblockt, also, und er merkt es, also muss er sich nach links drehen. Er dreht sich jetzt nach links um und läuft weiter. Er ist jetzt fast am Ende. Der Byte ist jetzt fast angekommen. Und die 16 Mal sind schon verwendet. Also ist er jetzt auf dem Toggle-Switch